ab jetzt. Gut, wir sind 20 Sekunden vor der Live-Sendung. Wir starten jetzt auch den Livestream. Der Livestream ist gestartet, die Sendung auf Facebook startet in 5 Sekunden. Jawohl, wir sind live. Wir warten noch ein paar Sekunden wieder, bis dass Sie einige zugeschaltet haben. Es dauert immer ein paar Sekunden. Geht schon los, der Chat bewegt sich schon. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei einer neuerlichen Ausgabe von Amateur Scout Live. Heute sind wir wieder mit einem Duell in der ersten Landesliga unterwegs. Und zwar mit dem ersten Duell in der ersten Landesliga mit zwei aufstrebenden Mannschaften. Mit dem SCU Adaka und mit dem SCU GLD Kilb. Die einen sind schon sehr lange in der ersten Landesliga, jetzt glaube ich das 21. Jahr mittlerweile etabliert in der Landesliga. In den letzten Jahren auch oft im Spitzenfeld zu finden und aktuell momentan ebenfalls vorne dabei. Die anderen, der SCU Kilb, die sind noch nicht so lange in der Landesliga, seit dem Jahr 2018, Saison 18-19 aufgestiegen und da aber immer im gesicherten Mittelfeld gelandet von Haus aus, also sind gerade dabei, dass sie sich da etablieren, die Saison. Diese Saison haben sie leichte Probleme, sind ein bisschen hinten nach und ich begrüße links oben, von mir aus gesehen, links oben den Michael Unterberger, den Trainer des SCU Kilb. Herzlich willkommen, danke für deine Zeit. Schönen Abend, danke auch für die Einladung, Christian. Und vom Trainerteam des SCU Kilb begrüße ich heute bei mir, das freut mich auch ganz besonders, weil auch unsere Klingen sich schon öfters gekreuzt haben, den Matthias Mette Dratner vom SCU GLD Kilb. Herzlich willkommen, Mette, und danke für deine Zeit. Hallo, danke für die Einladung. Meine erste Frage ist immer, wie geht es euch in dieser schwierigen Zeit? Die Meisterschaft ist wieder abgebrochen worden, das ist das eine. Aber natürlich haben wir privat, persönlich alle viele Einschränkungen im letzten Jahr hinnehmen müssen. Wir haben zwei Lockdowns hinter uns, jetzt ist die Weihnachtszeit vor uns. Wie habt ihr eure Lockdowns verbracht, beziehungsweise wie ist euch gesundheitlich und beruflich gegangen? Fange vielleicht mit Michael an. Ja, privat, ganz eine spannende Sache natürlich, dass man sich auf das Ganze einmal einstellt, wenn natürlich dann immer jeder zu Hause ist, auch die Kinder zu Hause, die Frau zu Hause, ist natürlich eine ganz spannende Situation, was man, wenn der Alltag wegfällt. Gesundheitlich, ich bin selbst auch betroffen gehabt im Lockdown 2, mit einem positiven Fall. Wir haben aber zum Glück zu Hause das Ganze sehr mild gehabt, ganz milde Symptome. Aber man hat dann schon gewusst, wenn das Ganze ins Laufen kommt, was das für Tragweite haben kann. Und auch natürlich, man hat auch immer wieder Sachen gehört, wie weit das da gesundheitliche Schäden davon tragen werden können. Ja. Aber zum Glück, wir haben es sehr milde gehabt. Sportlich ist natürlich so gelaufen, dass man halt natürlich immer wieder schade ist, wenn alles abgebrochen ist. Im Frühjahr war es überhaupt eine komplett neue Situation. Da hat man sich darauf einstellen müssen. Man hat am Anfang ja immer nur gehofft, dass man wieder weiterspielen kann. Im Herbst war es dann eigentlich schon klar, was kommen wird, dass irgendwann im November wahrscheinlich irgendwann einmal ein Cut kommt, mit dem hat man rechnen müssen. Mette, wie ist dir gegangen? Ja, darf da gleich anschließen. Also bin grundsätzlich auch sehr gut, gemeinsam mit meiner Freundin sehr gut durch die Zeit gekommen. Kommen auch jetzt sehr gut durch die aktuelle Zeit. Hat sicher ein bisschen gebraucht, bis man sich auf die neue Situation einstellt. Vielleicht wollte man es auch am Anfang nicht ganz wahrhaben. Aber ich denke, wenn man dann so diese alten Denkmuster ein bisschen aufgebrochen hat und einfach für sich einen Weg findet, wo man mit dem doch, wo einfach weniger los ist, mit dem besser umgehen kann und lernt, dass dann auch durchaus in eine Richtung gehen kann, wo man einfach für sich wieder spannende Dinge einfach entdeckt. Und somit kann ich einfach für mich behaupten, dass das eine Zeit war,
die und ist, ja, die jetzt einfach so annehmen und auch sehr okay ist und die mir auch positiv nach vorne blicken lässt. Ja, die Corona-Zeit ist ja, eine Zeit, was das Land in zwei Lager spaltet, kann man sagen. Die einen sagen, ja, nichts mehr als wie eine Grippe und die anderen ja, sind privat betroffen. Also es freut mich, dass ihr so gut durch die Corona-Krise gekommen seid. Ich möchte kurz in den Chat hineinschauen, natürlich auch dort meine Freunde begrüßen. Der Nico Dirnberger hat sich zugeschaltet, den kennt natürlich der Michael sehr gut, ist auch, glaube ich, Spieler, oder, von deiner Mannschaft? Ja, genau. Papa war jahrelang Kapitän und Nico ist Spieler und unser Platzwart und so weiter. Genau, und der Tagwerker Lilly hat sich zugeschaltet, ebenfalls Platzwart beim SCU. Hans de Witt, glaube ich, aus dem Kilberlager ist dabei, der Birker Sando. Ja, der Birker Sando hat sich auch zugeschaltet, der ja in Amstetten und in Weidhofen Trainer war und jetzt bis vor kurzem noch für den rumänischen Fußballverband gearbeitet hat, ist auch dabei. Herzlich willkommen, Sando, freut mich. Wolfgang Reisner hat sich wieder zugeschaltet. Der wünscht uns einen schönen Abend und ich freue mich schon persönlich auf nächste Woche, weil da wird der Wolfgang Reisner auch bei uns zu Gast sein. Da haben wir die erste Klasse West Woche angesagt und da wird der Wolfgang Reisner mit Max Ledermüller ein Duell bestreiten bei uns. Und der Manuel Raber, der hat sich ebenfalls eingeschaltet und wünscht uns einen schönen Abend. Herzlich willkommen, Manuel, freut uns. Ich hätte es eine Bitte an euch beide, dass ihr hier ganz kurz einmal euren sportlichen Werdegang da skizziert. Erstens einmal, wo ihr als Spieler tätig wart und wie ihr dann in dieses Trainergeschäft gekommen seid. Michael. Als Spieler, ich habe über 20 Jahre, glaube ich, immer wieder für Seitenstetten gespielt, vom Nachwuchs weg. Habe dort auch dann Nachwuchs trainiert schon, die Erfahrungen gemacht im Nachwuchs. Sehr positiv das Ganze gewesen, immer wieder gleichzeitig Spieler gewesen in Seitenstetten und bin dann nach Eurazfeld gewechselt. Bin auch beruflich in Eurazfeld tätig. Dort habe ich dann einen sehr, sehr guten Verein vorgefunden und bin dort als Spieler auch 5 Jahre geblieben und bin gleichzeitig von Seitenstetten vom Nachwuchs in das LAZ am Stetten Mauer damals gewechselt als Trainer, habe dort auf gute Erfahrungen sammeln können im LAZ und gleichzeitig als Spieler in Eurazfeld. Und von Eurazfeld bin ich dann direkt für ein halbes Jahr nach Biberbach als Spielertrainer noch gewandert und von Biberbach ging es dann nach Adaka 2016 als Trainer. Seitdem bist du ganz kurz Trainer ausbildungsmäßig. Was hast du da absolviert? Ich habe die alte A-Lizenz absolviert und den staatlichen Kinder-Jugendtrainer. Also top ausgebildet. Mette, ungefähr 40 Leute im Chat wollen jetzt wissen, wie es bei deiner wie es zu deiner Trainerkarriere gekommen ist, weil du könntest ja eigentlich nur Spieler sein. Von deinem Alter her wärst du wahrscheinlich ein gestandener Landesligaspieler derzeit. Ja, es war so, dass ich 2018, kurz vor unserem Mastertitelaufstieg in die erste Landesliga, da einen Kreuzbandriss erlitten habe und dann ein Jahr eigentlich hart für mein Comeback gearbeitet habe. Und einfach in dem Jahr sehr viel beobachten habe können rund um unseren Verein, rund um das Trainerteam. Es ist dann im Winter dazu gekommen, dass der Visa Didi gesagt hat, dass er nicht mehr weiterhin Trainer sein wird, weil er sich mehr auf seine berufliche Laufbahn konzentrieren möchte. Und circa im März, April herum ist dann unser sportlicher Leiter auf mich zugekommen und hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob Sommer den Trainer in Kyp zu machen. Um den Bogen da jetzt ein bisschen zu spannen, also es ist so, dass ich eigentlich seit ich 17 bin, Nachwuchstrainer beim SCU Kyp bin. Also eigentlich, sobald ich in den Erwachsenenbereich als Spieler gegangen bin, habe ich parallel angefangen, 2 bis 3 Trainings mit den ganz Kleinen zu machen. Und habe dann mit circa 20 Mannschaft übernommen, damals in der U9 und habe die dann bis zur U17 betreut mit 2 bis 3 Trainings in der Woche.
Und das, sage ich mal, hat auch der Verein gemerkt, dass ich da gute Arbeit geleistet habe mit den Jungs, habe mich dann neben weitergebildet, unter anderem Trainings gemacht im LAZ, damals auch mit den Mädels, habe mir ein paar andere Bereiche angeschaut, habe dann auch in der Zeit meine Firma, die Infootball-Firma mit den Individualtrainings auf die Beine gestellt, wo ich immer in Kleingruppen gearbeitet habe mit den Kindern und auch nach wie vor arbeite. Und das hat dann sozusagen den Ausschlag gegeben, dass ich einfach nach 16 Jahren erwachsenen Fußball beziehungsweise einfach aktiv Fußball mir dann, wie der Thomas mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, eben entschieden habe, okay, ich gehe nicht in eine 17. Saison als Spieler, sondern gehe in die 17. Saison beim SCU Kyb als Trainer. Und das hat mir dann eigentlich die Entscheidung relativ leicht gemacht und habe mir dann einfach riesig darauf gefreut, dass die Arbeit einfach honoriert wird und dass da im Verein jeder dahinter steht, weil ich habe eigentlich vom Anfang von unserem Obmann, von unserem Präsidenten auch, von anderen im Vorstand einfach diesbezüglich super Rückmeldungen gekriegt, was mir auch wichtig war. Habe dann damals Kontakte mit unserem Kapitän aufgenommen, mit dem ich ja 15 Saisonen auch miteinander gespielt habe, und er hat mir einfach gefragt, wie er die Situation einsieht, und hat mich dann einfach in diesem Weg zu 100% unterstützt und hat mir das voll zutraut. Und die Mischung aus diesen Dingen hat es dann einfach für mich sehr einfach gemacht und hat mich dann einfach darauf gefreut, dass ich ab 2019 Trainer dieser Mannschaft bin und da einfach einen wesentlichen Teil im Trainerteam einfach dazu beitragen kann, dass wir Kyb weiterhin erfolgreich einfach durch die Landesliga führen. Und ich hoffe, noch nicht bereut, dass du den Trainer jetzt machst statt Spieler. Wenn man nämlich auf die momentanige Meisterschaft blickt, es ist vorne alles eng zusammen. Es ist leider abgebrochen worden. Ich glaube, 9 Runden oder manche Mannschaften haben 11 Runden gespielt. Vorne alles eng beisammen, hinten alles eng beisammen. Wie seht ihr die Meisterschaft rückblickend jetzt, Mette? Sie ist jetzt ein bisschen hinten dran. Gefährliche Situation, oder? Würde ich mit Nein beantworten. Also gefährlich, was die Frage vielleicht ein bisschen, wie du gefährlich definierst. Man muss ein bisschen wissen, wo wir als Verein herkommen und was unsere Ziele schon seit Jahren sind und wo wir uns hinentwickeln wollen. Und das ist jetzt ein Abschnitt unserer aktuellen Situation, die halt gerade jetzt einmal nach 8 Spielen 5 Punkte bedeutet. Was aber für uns intern jetzt nicht als gefährlich tituliert wird, sondern einfach als Situation, so wie es ist, die einfach ein paar Gründe mit sich bringen, warum es vielleicht so ist. Und dementsprechend heißt es einfach natürlich dann, wenn es wieder losgeht, Punkte zusammen, alles darauf anzulegen, dass wir viele Punkte sammeln. Aber das Gleiche haben wir im Sommer auch vorgehabt. Also die Herangehensweise verändert sich für uns in keinster Weise. Und genau deswegen werden wir auch davon absehen, im Winter da jetzt irgendwelche Überlegungen zu treffen, um, wie es schon in anderen Vereinen gehört hat, dass Spieler kommen müssen, damit man die gefährliche Situation irgendwie verändert. Nein, also ganz weit weg davon, sondern einfach den Weg verfolgen und natürlich mehr Punkte sammeln als wie vorher. Das ist aber immer der Anspruch von jedem Verein. Also du sagst, die Herangehensweise ist dieselbe wie im Sommer. Mal schauen, wir kommen dann ja zu einem Punkt Erwartungshaltung, Erfolgsdruck und so weiter. Da schauen wir dann einmal dann noch näher hin. Michael, ihr vor dem Titelrennen noch Verlustpunkte, glaube ich, 2 Punkte hinter Krems und 3 Punkte noch Verlustpunkte hinter, wer ist jetzt zweiter gerade? Scheiblingkirchen, denke ich. Scheiblingkirchen, genau. Die wären jetzt normalerweise noch Verlustpunkte der Tabellenführer. Also vorhin alles eng beisammen und ihr mischt wieder mit. Hat man das im Sommer so erwarten können? Erwarten können. Wir sind auch, wir haben noch 3 Runden auch 2 Punkte gehabt. Wir sind auch nicht ideal gestartet in die Saison. Wir haben aber zuvor quasi, bevor die erste Lockdown gekommen ist, schon einen guten Herbstgefühl gehabt. Davor quasi auch 2019, ein kurz früher quasi, sehr viele Punkte gesammelt. Die Erwartungen waren schon da, dass man sich im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld irgendwo, dass ich da irgendwo einordnen kann. Nach den ersten 3 Runden haben wir dann eh gemerkt, nach 2 Runden, man muss vielleicht noch an den einen oder anderen Radl ein bisschen nachbessern.
Es hat anscheinend gut funktioniert und dann haben wir, ist auch der Torbahn gebrochen. Wir haben dann in Langenreuer, ich glaube, 6-1 gewonnen gehabt und dann haben wir ein paar sehr hohe Ergebnisse gehabt, was natürlich auch dann ein bisschen Euphorie gebracht hat. Wir haben uns in einen guten Lauf hineingespielt und haben eigentlich die ersten drei Runden dann komplett vergessen lassen. Ja. Und somit kommen wir halt auf die Punkte an und ich freue mich darüber, wenn wir da vorne einfach die großen, unter Anführungszeichen, ärgern können, wenn wir so lange wie möglich vorne mitspielen können. Und das muss auch unser Ziel sein, ja. Das heißt, Herangehensweise ist wie beim Mette unten dieselbe wie im Sommer jetzt da dann für die neue Saison. Ja, wir werden keine großartigen Veränderungen haben. Gerade im Gegenteil, wir schauen, dass wir natürlich sukzessive den einen oder anderen Jungen dazu einbringen aus den eigenen Reihen, die was schon da sind. Die haben sich einerzeit verdient auch. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg. Kurzer Blick wieder in den Chat. Der Johannes Koppensteiner grüßt uns. Der Tagwerker Lili fährt gleich mal mit einem Kompliment auf. Der Unterberger ist bester Trainer ever. Hans de Witt fragt euch beide, was ihr vom geplanten Neustart im Frühjahr so hält, sobald es natürlich möglich ist. Habt ihr die Entscheidung des Niederösterreichischen Fußballverbandes natürlich mitbekommen? Mette, was ist 5 Wochen nachdem er wieder trainieren darf, kann man mit der Meisterschaft starten, mit den Nachtragsspielen. Was hältst du davon mit dem Plan? Sehr schwierige Frage. Also meine erste Wahrnehmung ist aktuell, dass grundsätzlich in den Vereinen und auch bei ein paar Spielern und ein paar Trainern die Entscheidung einen gewissen Stress oder ein bisschen einen Druck ausübt oder auslöst. Ich kann es aber nicht zu 100% einschätzen und einordnen. Gefordert von uns ist die maximale Flexibilität, das habe ich auch gelesen. Auch da tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich weiß, dass einfach viele nebenbei arbeiten gehen, andere Dinge machen. Wir müssen wahrscheinlich nur ein bisschen dem Jänner abwarten, aber ich glaube, in der Situation war es einfach angebracht, den Druck vielleicht ein bisschen rauszunehmen. Und darum, das ist einfach mein Gefühl, dass das bei einigen gerade ein bisschen auslöst. Also ein bisschen, wo ich einfach Rückmeldungen kriege von Spielern, da fangen wir jetzt vielleicht schon da oder da. Was bedeutet das? Müssen wir im Februar schon am Platz? Das können wir natürlich alles nicht beantworten, weil wir natürlich kein Wissen haben, wann es losgeht. Aber so diese Ruhe, die man, eine gewisse Ruhe, die man einfach wünschen würde in der Phase, dass man sich gut darauf vorbereiten kann, die fehlt mir jetzt vielleicht ein bisschen, aber schwierig. Also aktuell gerade schwierig. Ja, der Verband ist natürlich sicher auch gehörig unter Druck, damit er den Amateurfußball wieder fortsetzen kann. Michael, wie siehst du dem Saisonstart entgegen? Ist es realistisch, dass man alle Nachtragsspiele zuerst absolviert und dann noch eine komplette Frühjahrsmeisterschaft hinten anhängt? Mit dieser Corona-Situation, die sich wahrscheinlich, sage ich mal, in den nächsten Monaten noch nicht so verändern wird. Sehr, sehr ambitioniertes Programm, was da daherkommen würde. Ich glaube, dass es sicher in der Form ganz schwierig wird, weil man eben nicht weiß, wie sich das entwickelt, wie der Mette schon gesagt hat, was im Jänner wirklich auch los ist, was im Februar los ist und so weiter. Ich denke, dass 5 Wochen Vorbereitung genügen müssten, weil man hat ja jetzt auch Zeit, wenn man an die Verantwortung, an die Spieler appelliert, dass sie sich fit halten. Und das tun wir ja sicher alle, weil sollte das Programm wirklich so daherkommen, den Fall dann mit alle 19 Spielern, wie es bei uns wäre, mit englischen Wochen und so weiter, dann muss man auf das vorbereitet sein. Wir haben natürlich jetzt das Glück und Anführungszeichen, dass wir eine andere Ausgangslage haben, ja, und wir sehr viel junge Spieler haben, sehr viel einen breiten Kader haben, die was da nachdrängen. Sollte das Programm so kommen, sehe ich das so, dann kommt ein Führerschaden. Man kann die Zeit nutzen, dass man wechselt auch dementsprechend mit den englischen Wochen und so weiter, und es wird sicher die eine oder andere Minuten oder das eine oder andere Spiel für den oder dem Kaderspieler, jungen Spieler mehr dazukommen. Ich sehe es als Entwicklungschance, ja, aber natürlich, dass das Ganze so stattfinden wird, glaube ich, schwierig werden. Also ich stelle mir persönlich vor 5 Wochen Vorbereitung für so ein Monsterprogramm
Stelle ich mir persönlich ein bisschen schwierig vor. Wie seht ihr das? Ist normaler, in der normalen Zeit schon 5 Wochen sehr wenig. Englische Wochen, die Belastung, da braucht man wirklich einen breiten Kader. Mette, ist das bei euch? Also die 5 Wochen sicher weniger als Problem. Also wir sind jetzt auch 3-mal in der Woche im Training. Ich merke anhand der Burschen Rückmeldungen, dass fit sind, vor allem Kader-Kampfmannschaft. Wir haben jetzt viele Pausen gehabt, viele Brennen drauf, dass das Kicken können. Der Michael hat es auch schon natürlich richtig gesagt. Es ist so, dass ganz klar ist, dass dann einfach Spieler vielleicht auch mehr Chance kriegen, die vorher nicht so zum Tragen gekommen sind, wenn es dann enger getaktet ist. Also da sehe ich wirklich von den 5 Wochen sich jetzt weniger Problematik. Das würde man, glaube ich, auf jeden Fall gut hinkriegen. Ja, Hansi, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Gehen wir trotzdem nochmal zur aktuellen Meisterschaft zurück. Adaka war in den letzten Jahren ja bekannt dafür, eine richtig super stabile Defensive zu haben, aber heuer ist er hier auch richtig offensiv der Kragen geplatzt, sage ich jetzt einmal, oder der Knoten aufgegangen. Wo steckt da dahinter? Spezielles Offensivtraining? Wir haben sicher das eine oder andere ein bisschen noch besser da. Wir haben vorher auch immer einen sehr, sehr guten Spielplan gehabt, glaube ich, ja. Es ist halt oft nicht so aufgegangen oder natürlich der eine oder andere ist noch ein bisschen dazu gereift. Es ist natürlich dann, wir haben heuer 3-4 Siege gehabt mit natürlich immer 5-0 in Schrems, 6-1 in Langenrohr und so weiter, 4-0. Es ist so, dadurch kommt auch so ein Torausbeute zusammen, ja. Und dann haben wir auch die meistgeschossenen Tore in der Liga. Die Jahre zuvor, wo wir sehr wenig Tore geschossen haben, dafür extrem wenig gekriegt haben, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich den Landesliga-Durchschnitt angeschaut hat, das waren aber auch 2 Jahre Saisonen, wo weniger Tore gefallen sind, allgemein in der Landesliga. Da ist irgendwo der Schnitt, was man sich ausgerechnet hat, irgendwo bei 3 Tore pro Spiel. Ja? Und jetzt sind wir irgendwo bei 3,45 oder so. Das heißt, das ist ein halbes Tor pro Spiel und das summiert sich auf, weiß nicht, was haben wir, 240 Spiele, glaube ich, in der Landesliga. Und wir haben halt die Chance eher da gesehen, den gesicherten Platz schnell zu erreichen, dass wir hinten einmal gut stehen. Wir haben eine gute Abwehr gehabt, haben wir jetzt auch noch. Und nach vorne haben wir halt dann die Spiele oft knapper gewonnen. Ja. Jetzt haben wir halt ein paar Siege gehabt, die was wirklich gut tun, wenn man auswärts in Schrems zum Beispiel 5-0 gewinnt. Ja. Also ist ja auch für einen Trainer gut, wenn man mal in der 80. Minute nicht mehr zittern muss und schon weiß, okay, das werden wir umbringen bei 4-0. Ja, wie man damit umgeht, ja. Ja. Ich kenne das. Mette, ich muss trotzdem auch nochmal auf die Situation in Kilb. Vorige Saison war eigentlich wirklich eine richtig gute Saison. Ihr wart lange eigentlich an die Top 6, 5, 6 dran. Seid dann eher dann ein bisschen zum Schluss im Mittelfeld gelandet. Ich glaube, 8. Platz war es trotzdem. Gesicherter Mittelfeldplatz. Und was funktioniert da heuer nicht so? Waren es die doch namhaften Abgänge, die ihr verzeichnen habt müssen? Tragt vielleicht seinen Teil dazu bei. Also jetzt Abgänge tragen immer einen Teil dazu bei, weil sie einfach in der Statik von der Mannschaft was verändert. Und die haben wir natürlich 3 gehabt und 3 von 11. Wenn die ausgetauscht werden, dann verändert sich was. Ist auch ein kleiner Teilbereich von dem, dass vielleicht Abläufe, die vor allem dann auch, wenn man ein bisschen zurückgeht, in dem Spiel gegen die SKN Juniors, wo wir ja die Rückrunde gestartet haben und da sehr euphorisch damals in die Rückrunde eingegangen sind und dann auch der Lockdown gekommen ist, wo wir ein richtig gutes Gefühl gehabt haben. Und dann haben wir natürlich im Sommer ein bisschen was verändern müssen, weil wir Spielerabgänge gehabt haben. Dann ist dazu gekommen, dass der Christi Bernhard einfach in der Vorbereitung einige Partien verpasst hat und der Ulrich Flo beim letzten Vorbereitungsspiel erst dazugekommen ist. Und das verändert sicher was an dem Selbstvertrauen einfach der Mannschaft, wie sie in Summe auftritt. Und
Dann gibt es natürlich auch die eine oder andere Leistungsdelle einmal bei einem jungen Spieler, wo vorher der Weg halt nur nach oben gegangen ist und plötzlich kommt vielleicht einmal eine Welle dazu, die was eine Spur nach unten geht. Und das ist dann einfach eine Summe von Faktoren, die dazu führen kann, dass man enge Partien vielleicht einmal auch verliert. Wenn ich jetzt zurückdenke, wir haben jetzt im Sommer sogar einen Start gehabt, mit dem wir zufrieden waren, mit dem Unentschieden und mit dem Sieg in Mannersdorf. Und dann haben wir eigentlich mit Schrems ja, eine sehr blöde Partie 3-2 verloren und auch die Partie gegen SK Juniors blöd mit 3-2 verloren. Und ja, das nehmen wir auf unserer Kappe natürlich. Wollen da auch keine Ausreden suchen, sondern wollen einfach ein paar Gründe vielleicht anführen, warum enge Spiele dann in die Richtung einfach führen können. Aber unterm Strich sind wir der Meinung, dass wir da nicht so weit weg sind, als was dann vielleicht die Partie gegen Retz gesagt hat, weil das war natürlich an dem Tag eine Partie, wo wir mit 4-0 heimfahren und wo nichts zum Holen waren. Das war dann einfach ja, eine Ansammlung an Gegnern mit Krems, Retz und Scheiblingkirchen in Folge, wo wir einfach in dem Moment diesen Gegnern nicht gewachsen waren. Das muss man schon offen und ehrlich zugeben und an diesen Tagen auch nicht gewinnen hätten können. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und vielleicht sind wir aber auch dort nicht, dass wir sie mit diesen Gegnern messen, sondern mit anderen in der Liga. Und da müssen wir wieder hinkommen, mehr Partien so gestalten wie gegen die Juniors, wie gegen Langenrohr. Und dann werden wir auch wieder mehr Punkte sammeln. Ich hatte ja ein Schulmeistertrauma, also in Retz habt ihr ja selten was geholt. Und der Schulmeister hat euch ja leider immer wieder das Leben sehr schwer gemacht. Kurzen Blick nochmal im Chat. Es sind an die 40 Live-Gäste. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, das könnt ihr ja erstens einmal teilen bei euch auf der Facebook-Seite. Ihr könnt den Talk auch nachschauen. Auf YouTube wird er dann auch noch zur Verfügung stehen. Der Patrick Vukovic hat geschrieben, dass das eine Top-Unterhaltung ist, was wir da machen und dass das sehr extrem Spaß macht, zuzuhören. Der Patrick Vukovic ist auch ein Scout von mir, von Amateur-Scout, der in Mattersburg zu Hause ist. Der Jürgen Moser wünscht uns einen schönen Abend in die Runde. Der war ja auch schon da diese Woche am Montag. Servus Jürgen, freut mich. Und der Tagwerker Lilly schreibt noch, beide Mannschaften haben einen überragenden Torhüter, muss wohl am gemeinsamen Tormann-Trainer liegen. Bravo, Smetti. Ja, vielleicht ein kurz, wir haben vor der Sendung auch schon ganz kurz über den Top-Tormann-Trainer gesprochen. Ein paar Worte zum Tormann-Trainer vielleicht, Michael? Ja, ich glaube, der Smetana Michael ist, glaube ich, im Ostviertel ein bekannter Qualität, hat in Amstetten gearbeitet. Hat eine irrsinnig gute Menschenkenntnis, Empathie, er weiß auch, wann er wo, wann sie einbringen muss, ist für mich immer ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, auch wie vorher am Dach war, hat immer die Ruhe bewahrt und einfach super Sache mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja. Mhm. Genau. Wir haben doppelt Glück gehabt, weil er uns damals auch in 97 hat, vor über 10 Jahren nach Kyp gebracht, als Dormer, den wir nicht gekannt haben, weil er in Weidhofen an der Ibsen-Schule gegangen ist, aber nur 10 Kilometer von uns entfernt wohnt, in St. Leonhard, beziehungsweise mittlerweile in Kyba wohnt. Also da haben wir einen Mann dazu gewonnen über den Michael und deswegen haben wir ja auch einen Michael als Tormann-Trainer, weil es eher mal ein persönliches Anliegen war, dass er in Neudad Simon in den 5 Jahren einfach begleitet und er mir immer ein bisschen so den Weg vorgibt, wo er hingehen soll. Das passt da ganz gut. Und somit leitet er da super Arbeit bei uns. Also, Michael Smetana, Top-Tormann-Trainer, die nächsten Verträge sind gesichert, wie jetzt gerade her von den Trainer. Also mach dir keine Sorgen, du wirst auch nächste Saison deine Torhüter trainieren. Am 14.11., wisst ihr, was das für ein Datum gewesen wäre? Da, boah. Spiel wahrscheinlich gegeneinander. Genau, da wäre das Duell Kilp gegen Adacker gewesen und ist leider abgesagt worden. War da schon die ganze Meisterschaft abgebrochen zu dem Zeitpunkt? Ja. Ja. Provokant gefragt, wie wäre das Spiel ausgegangen, Michael? Nachdem das Kyp immer in Adacker gewonnen hat bis jetzt und wir in Kyp, hoffe ich, dass wir in Kyp gewonnen hätten. Ja. Okay, Mette,
Hätte es einmal umgedreht? Ich hätte zumindest gesagt, wir waren nicht um die 12 Punkte schlechter gewesen, als was wir aktuell da stehen. Ja, Adacker wäre aber von der Papierform her der klare Favorit gewesen. Zählt das was oder geht man da anders in das Spiel rein, wenn man weiß, okay, jetzt hat man geübt, ist ein Vorletzter oder Drittvorletzter und wir spielen um ein Maß damit, geht man da mit einer anderen, ich will jetzt nicht sagen Einstellung, aber anderen Brust rein in das Spiel? Ja, natürlich, wir haben dann schon Selbstvertrauen gehabt, das hat man gemerkt auch. Sucht sich jetzt sehr gut an, wenn du sagst, wir spielen um einen Master, ja. Wir wissen das schon gut zum Einordnen, ja, dass wir da vorne dabei sind, wissen wir zum Schätzen, wir wollen auch so lange wie möglich da vorne drinnen bleiben, um einen Master mitspielen, sucht sich sehr interessant an natürlich. Dass man auf Kyb aufpassen muss, wenn man in Kyb spielt, glaube ich, wir wissen die Stärken von Kyb auch und so weiter, dass wir da jetzt irgendwo in ein offenes Messer gelaufen wären, das wäre uns, glaube ich, nicht passiert. Wir haben eben eine sehr, sehr gute Defensive, die was auch weiß, wo die Stärken liegen vom Gegner. Man hat einen Matchplan dann einmal, bereitet sich dann unter der Woche auf den Gegner vor. Und ich glaube, dass uns das nicht passiert wäre, dass wir da an Überheblichkeit sterben oder dann halt die Spiel verlieren irgendwo durch so Sachen. Da glaube ich, haben wir einfach schon zu schlaue Spieler oder zu routinierte Spieler momentan dabei. Ja. Mette, wie ist das bei dir als Trainer mental, wenn du jetzt weißt, du hast einen richtig guten Gegner vor der Brust und es wäre ja Adacker da gewesen, bringt dir das mehr zum Nachdenken vor einem Spiel oder ist die Matchvorbereitung eigentlich immer die gleiche? Die Herangehensweise ist sehr ähnlich, weil wir in der gesamten Woche uns versuchen, auf den Gegner vorzubereiten. Wir haben Adacker in der Saison zweimal beobachtet, genauso wie das andere Spiel, also andere Trainer von uns zum Teil machen. Wir kennen Adacker jetzt seit 2 Jahren in der Landesliga. Ich habe Adacker vorher viele Jahre beobachtet. Man kennt den Gegner in einer gewissen Art und Weise und dann geht es einfach viel um Tagesform an dem Tag, was man sich überlegt hat als Mannschaft. Was man sich überlegt hat als Trainerteam, inwieweit man es schafft, dann aufs Spielfeld zu bringen, das Ganze. Aber ja, seit ich dabei bin, denke ich, versuchen wir da gegen Adacker gute Lösungen zu finden und es ist immer relativ eng. Und ich glaube, und das ist aber jetzt rein hypothetisch, auch die Partie wäre zumindest eng verlaufen, weil unsere Herangehensweise teilweise sind nicht komplett unterscheidet, sagen wir mal so. Und da kann einfach, ja, von den zwei Mannschaften, das kann sich einfach vielleicht ein bisschen aufheben, auch gegenseitiger. Aber dass du als Trainer jetzt sagst, boah, die sind doch von der Papierform her ziemlich überlegen, hoffentlich geht das gut, also die Gedanken hast du als Trainer nicht. Nein, gar nicht. Es geht einfach darum, der Mannschaft mitzuteilen, was die bis jetzt geleistet haben und warum die dort stehen, wo sie stehen und warum die vielleicht eben diese Punkte mehr haben und was das einfach bedeutet für uns. Die Herangehensweise dann in der Vorbereitung ist einfach gleich und dass man solche Dinge einer Mannschaft mitgibt, dass da ein Gegner kommt, der gerade ein gewisses Selbstvertrauen hat, wenn es 5-1 oder 6-1 gewonnen haben, dann braucht man das nicht auch nicht so großartig erklären, weil das lesen ja die Spieler selber auch. Aber trotzdem versucht man sie dann einfach ein bisschen zu hinterfragen, warum sie auch gerade dieses Selbstvertrauen haben und was man dagegen tun kann, dass an dem Tag in uns dieses Selbstvertrauen halt nicht so zur Göttung kommt. Das ist aber gegen jeden Gegner ähnlich, weil es dann einfach ein gewisses Werkzeug braucht, wie man gegen den Gegner dann bestehen kann. Kommen wir nochmal zu eurer Person. Wir haben ja den besten Trainer der Landesliga heute bei uns sitzen. Er hat 2019 eine Auszeichnung bekommen vom Fußballverband. Top-Landesliga-Trainer. Wie sehr gefreut hat es, diese Auszeichnung vom Verband? Ist natürlich, dass man so eine Auszeichnung kriegt, ist eine super Sache. Gefreut mich natürlich, dass man da aus der Regionalliga, Landesliga einmal einen Trainer nimmt, da vielleicht, der nicht irgendwo unter die Top 3 gespielt hat, Meister geworden ist oder sonst irgendwas. Hat mich irrsinnig gefreut. Guter Tag gewesen, netter Tag gewesen in Stripfing da oder auch bei der Überreichung. Muss man auch vielleicht den Neuhauser Hannes auch danken. Der hat da sicher das eine oder andere gute Wort da mal eingelegt, dass man mal vielleicht den anderen
irgendwo vor dem Vorhang holt. Meine persönliche Meinung, ich glaube, es würde in der Landesliga oder Ostliga sehr, sehr viele gute Trainer geben. Ich habe an dem Jahr einfach ja, den Vorzug bekommen und bin sehr dankbar darüber. Du warst ja vorher, bevor du nach Hardacker gekommen bist, im Biberbach Spielertrainer. Und jetzt darf mich das interessieren, man sagt ja, also es gibt ja verschiedene Meinungen über Spielertrainer. Manche sagen, das ist das Beste, was es gibt, weil da habe ich gleich einen Spieler und einen Trainer in einer Person. Und die anderen sagen, also das geht überhaupt nicht, weil du das nie so coachen kannst von drinnen als wie von draußen. Was ist da deine Meinung dazu? Oder würdest du sagen, das war nur ein Experiment und das braucht man nicht unbedingt? Es ist keine einfache Rolle, Spielertrainer, weil du dich selber auch immer wieder auf das Spiel konzentrieren solltest und trotzdem aber vom Mannschaftstaktischen, von den Abläufen, was gerade passiert, nichts übersehen solltest. Das heißt, du brauchst sehr wohl immer wieder irgendeinen kompetenten Co-Trainer oder einen Partner draußen, einen sportlichen Leiter, der da sehr wohl da ein bisschen mit von der Partie ist und auch da wirklich fachlich gut ist. Mir persönlich im Nachhinein hat es mir gefallen. Währenddessen war ich sehr gestresst in der Situation, weil wir natürlich auch gegen den Abstieg gespielt haben. Wir waren, wie ich im Winter gekommen bin, in keiner guten Ausgangslage. Habe das natürlich auch mal offen lassen, weil ich natürlich körperlich auch immer wieder angeschlagen war, verletzt war und so weiter, ob ich überhaupt spielen kann. Man ist dann ziemlich irgendwo die letzten Runden schon sehr, sehr müde dahergekommen. Aber dadurch, dass wir davon sehr viele Emotionen gelebt haben im Überbach, haben wir das in der letzten Runde dann den Abstieg noch abwenden können. Und wir haben da wirklich alles in die Waagschale geworfen. Und muss ich noch in den anderen sagen, keine einfache Rolle, aber es war ein absolut, wirklich ein schönes halbes Jahr in Biberbach. Ein sehr, sehr gut geführter Verein und wirklich tolle Spitzenleute. Mette, du beginnst der Traineramt für Kampfmannschaften gleich in einer ersten Landesliga. Ja, viele fangen von unten an und so wie auch der Michael, der in Eiratsfeld und in Biberbach war und dann in die Landesliga gewechselt ist. Du hast doch diesbezüglich vorher überhaupt noch keine Erfahrung sammeln können. Hast du großen Respekt gehabt vor dieser Aufgabe? Entscheidend ist einmal Punkt 1, das Trainerteam rund um die, wie du einfach aufgestellt bist, welche Menschen neben dir sind, denen du einfach gut vertrauen kannst und du da einfach alles ansprechen kannst, was da wichtig ist und was da für ihre Rückmeldungen kommen, was für eine ehrliche Rückmeldung. Das Zweite, das hat sich für mich nicht so angefühlt, wie wenn es komplett neu war, weil ich einfach schon so viele Jahre im Nachwuchs gearbeitet habe und da eine sehr ähnliche, akribische Herangehensweise gehabt habe, wie ich Trainings vorbereite, wie ich mich auf Spiele vorbereite, wie ich den jungen Spielern vor allem den 15-, 16-, 17-Jährigen dann einfach mitgeben wollte, was es bedeutet, dann Erwachsenenfußball zu spielen. Und diese akribische und detaillierte Arbeit habe ich dann einfach versucht weiterzuführen. Und deswegen war für mich diese Überlegung nie so groß, wie es vielleicht für andere gewesen ist, die mich sehr oft dann noch gefragt haben und so wie es mich du auch jetzt wieder danach fragst. Entscheidend war dann eben mit ein gutes Trainerteam zu finden, wo Kompetenzen einfach verteilt werden und wo die Spieler einfach das Gefühl haben, da ist ein Trainerteam, was auf die Spieler einfach dementsprechend eingeht und einer dabei hilft, andere Ziele zu verwirklichen und zu verfolgen. Mhm. Kann man einen jungen Trainer, gut, ihr seid beide noch sehr jung, aber einen Trainer, einen Neuling, einen Tipp geben, gibt es irgendeine Erfahrung, wo du es da mitgeben kannst? Hast du da irgendwas komplett unterschätzt, wo du dann sagst, wow, das hätte ich nicht geglaubt, dass das so ist? Als Tipp würde ich immer mitgeben, sie perfekt vorzubereiten, sie gut vorzubereiten, damit einfach gewisse Eventualitäten, die auftreten, damit man die einfach dann gut lösen kann im Trainerteam. Besonders überrascht oder besondere Dinge, die jetzt vorgekommen sind, die mir aus der Bahn geworfen haben, sind so in der Form noch nicht vorgekommen. Ich habe schon grundsätzlich ein gutes Bild gehabt, was da auf mich vorkommt. War im intensiven Austausch mit Wieser Dietmar dann davor, der vorher Trainer war, in sehr intensiven Austausch mit Habs Christian, der davor ein Typ Trainer war.
Und solche Trainer haben mich einfach geprägt und da habe ich immer genau hingehört. Und wenn man gut zuhört, dann fällt einem dann vielleicht gewisse Dinge ein bisschen leichter. Mhm. Michael, du bist von der Gebetsliga in die Landesliga gewechselt. Hat es bei dir Überraschungen gegeben, wo du gesagt hast, das hätte ich nicht geglaubt, dass in der Landesliga, dass das da so abgeht? Von der ersten Klasse war Biberbach damals in die Landesliga. Ja. Ja, natürlich, man hat schon gewusst, dass der Trainingsablauf ist anders. Es war natürlich am Anfang zu Beginn viel auf einmal. Ich habe die ganzen Kaderspieler nicht alle kennt gehabt in Ordacker. Dass man dann den ganzen Ablauf ein bisschen kennenlernt. Es dauert ein bisschen Zeit. Ich glaube, man kann den Tipp geben, dass man einfach authentisch bleibt, ja, dass man nicht irgendwas probiert zum Umsetzen oder nicht irgendwie, ich glaube, man muss jetzt alles neu erfinden in der ersten Woche beim Verein, sondern einfach dort einmal klar hineinhorcht, schaut, was passiert da, wie reagieren die Leute und dann Schritt für Schritt einfach dann Sachen hineinbringt und setzt und dann, glaube ich, da mit dem Verein gemeinsam wächst, glaube ich. Ja. Es ist beim Fußball immer Erfolg und Misserfolg liegen oft nahe beisammen, sagt man. Was würdet ihr sagen, kann man Erfolg planen, Mette? Ist das planbar? Für die Arbeit kann man grundsätzlich für die Arbeit als Fußballtrainer versuchen, gute Voraussetzungen zu schaffen, indem dass man ja, alles einhaut, was ihnen steckt. Ich glaube, der Michael hat es richtig gesagt, authentisch zu bleiben, hinter dem voll zu stehen, was man macht, ein gutes Team haben rundherum, akribisch arbeiten und umso mehr, das ist schon mein Zugang, umso mehr Energie man in das Ganze einsteckt, umso mehr kommt unterm Strich auch raus und ich sehe das aber auch immer eher langfristiger als wie kurzfristig, weil jetzt kann man so, steckt ja keine Energie ein, wenn er nur 5 Punkte hat. Das ist für mich zu kurz gedacht. Für mich und auch für den Verein, Gott sei Dank, kann es nur wiederholen. Es steckt seit Jahren da ein klarer Plan dahinter mit diesen Trainern auch. Und das hat es eben für mich dann vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht, da anzuschließen. Das ist auch vielleicht der Vorteil, was ich gegenüber Michael gehabt habe, dass für mich viele Abläufe klar waren, in klare Abläufe reingekommen, eben nichts großartig neu erfunden worden ist, sondern man einfach einen Weg, den man gefühlt erfolgreich bestritten hat als Spieler, als Vereinsmitglied, dass man da einfach als Trainer den weiterführt und den Verein einfach da einen richtigen Weg weiterführt und das wird dann auch wieder in Punkten zurückkommen, derer Überzeugung bin ich schon. Mhm. Michael, manchmal hat man Erfolg und manchmal ist auch Misserfolg da. Wenn man jetzt einmal merkt, dass das nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, sollte man trotzdem als Trainer sein Konzept durchziehen oder sollte man schon klar in eine Analyse einigen und sagen, okay, da müssen wir vielleicht das oder das eine oder andere verändern? Ich glaube, man muss sehr genau hinhören. Ja. Fußball ist immer, da wird es immer viel verschiedene Meinungen geben. Ja. Man muss aber, glaube ich, seinen Weg durchziehen. Man muss mit den Spielern sich auch mal ein Feedback holen. Man muss zwar plaudern über die Situation, ja, aber ich glaube, man darf sich nicht vom Weg abbringen lassen. Es war in Ordnung auch schon eine ziemlich spannende Situation, haben wir schon gehabt, auch, wie wir sehr wenig Punkte gehabt haben. Saison 2, Saison 3, wo ich drinnen war, wo man wirklich oft dann, speziell im Herbst, oft dann in den letzten Minuten oft durch ein Freistoßtor und so weiter 1-0 gewonnen, gerettet worden sind und so die Punkte wirklich im Herbst oft zusammengekamstert haben, unter Anführungszeichen. Ja. Da haben wir sie aber auch nicht verbirgen lassen. Da hat sich auch der Verein nicht verbirgen lassen. Also da kann man wirklich auch einen riesen Huber Wolfgang und die ganze Führungsriege in Ördecker da auch sagen, die haben das mitgezogen, die haben auch an den ganzen vertraut. Und die Burschen und die ganze Mannschaft ist auch wirklich gestanden worden dadurch und ist auch gewachsen, ja, an den Aufgaben. Und ganz klare Aussage, ich glaube, den Weg geht man gemeinsam dann. Ja. Und natürlich deinen Weg zum Erfolg geht man auch gemeinsam. Was ist das Rezept eigentlich von Ordag, dass die in den letzten Jahren so, ja, man kann schon sagen, sehr erfolgreich in der Landesliga agieren? Was muss da alles zusammenspielen?
Das hat man vielleicht schwierig, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, Ordaker hat momentan eine sehr, sehr gute Zusammensetzung, Konstellation der Mannschaft. Wir haben richtige Mentalitätstypen drinnen, ja, die es genauso wenig wie unbedingt, sobald das anpfiffen ist, das Spiel um jeden Preis gewinnen wollen. Und ich glaube, der Verein tickt sehr ähnlich. Da leben sehr viel im Hintergrund mit wirkliche Arbeiter, die was ständig irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten sehen, die auch umsetzen wollen. Es geht vom Nachwuchs aus, da wird sehr, sehr gut gearbeitet. Es geht vom Platzwart weg über alle Beteiligten. Und das glaube ich, da greift ein Raum momentan sehr gut ins andere. Und das machen ja, da geht nicht die letzten Jahre, sondern es geht über 21 Jahre schon gut. Und somit muss da sehr viel passiert sein oder ist passiert, was da einfach zusammenpasst im Moment. Ja. Also das glaube ich ist sehr, sehr gut. Und es macht einfach irrsinnig momentan auch Spaß. Ja. Es wird viel gelacht miteinander, aber wir haben momentan eben so eine gute Mannschaftsführung beieinander, die was genau weiß, wenn abpfiffen ist oder was auch an der Tonlage von mir schon erkennt. So, und jetzt geht es um was und jetzt müssen wir wieder da sein und wieder abliefern. Wette gestern da d'accord mit Michael seiner Meinung, dass man die richtige Mischung braucht in einem Team, um erfolgreich sein zu können. Sicher, auf jeden Fall so. Und ist, glaube ich, was bei uns gerade auch wieder ein bisschen wächst. Also man muss schon sagen, dass in Kuba in einer gewissen Art und Weise ein bisschen ein Generationswechsel stattgefunden hat und vielleicht auch noch stattfindet. Es wird einmal die Zeit kommen, wo vielleicht der Pützl Albert aufhört, ihr vor einiger Zeit aufhört, mein Bruder davor, Avisa Didi und so weiter und so fort. Dann, ihr wisst vorher richtig gesagt, das Vorgänge. Also da wächst meines Erachtens gerade wieder was heran, was uns dahingehend einfach sehr positiv stimmt, dass da wieder dann ein Konstrukt einfach in der Mannschaft ist, was der Michael gerade angesprochen hat, eben wenn Anpfiff ist, genau weiß, was muss es an Minimum abliefern, damit man einfach ein Spiel so oft wie möglich gehalten kann. Und auf dem Weg finden wir uns einfach gerade und da werden wir auch den Weg nur ein bisschen gehen müssen, wenn wir da einfach ein paar junge Spieler noch haben, die da einfach reinwachsen müssen. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir uns da auch dieser Struktur, die einfach ADAC in dem Fall vielleicht schon drinnen hat, mehr nähern, als was wir es in der aktuellen Situation einfach haben und was eben dann vielleicht auch zum Teil dazu führen hat können, dass wir nicht mit gleich vielen Punkten da stehen wie ADAC. Mhm. Bei beiden Vereinen stehen ja die Vorzeichen ganz gut, dass die Trainer ja sehr lange bei ihren Vereinen sein wird, weil ich habe da gerade eine Frage aus dem Chat, ob es ja, die Frage ist jetzt an dich, Michael, ob du dir vorstellen kannst, wie so ein Arsène Wenger 25 Jahre bei einem Verein zu sein, ob du dir sowas auch vorstellen kannst oder bist du vielleicht der Meinung, es gibt diese Meinungen gibt es ja auch, die sagen, nach 3-4 Jahren nutzt sie das Ganze ab und dann muss ein frischer Wind her. Ich hoffe, dass sie sich nicht nach 3-4 Jahren abnutzt, weil ich schon das 5. Jahr bin. Mhm. Nein, ich glaube, was ich vorher gesagt habe, man muss, glaube ich, sehr gut hinhören und das immer wieder irgendwo ausloten. Da wische ich die Mannschaft noch, kann man noch Punkte verbessern, kann man noch dranbleiben, wie reagiert die Mannschaft. Dass irgendwann nach 5 Jahren mal Automatismus rennt, ist logisch, ja. Aber das muss ja auch nichts Negatives sein und man muss als Trainer ja immer wieder andere Inputs bringen und so weiter. Man muss das Training auch dort und da immer ein bisschen nachbessern, das ist klar. Aber an dem muss man einfach dranbleiben. Arsène Wenger, 25 Jahre, ist schon eine sehr lange Zeit, ja. Ja, vom Alter her wird es gehen. Mette, gibt der Heimatverein was Langfristiges, kannst du dir da schon vorstellen, oder? Habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Wirklich gar nicht. Ich versuche jetzt mit der Mannschaft so gut wie möglich zu arbeiten. Ich spüre das Vertrauen vom Verein und von allen Beteiligten. Und das ist eine coole Basis einfach, um gut arbeiten zu können. Und wenn diese Basis bestehen bleibt, dann werde ich das nur ein Randl machen, gemeinsam mit meinem Trainerteam. Und wenn einmal eine andere Situation eintrifft, dann werden wir uns einfach über das unterhalten, in welche Richtung es dann geht. Aber ja, über das will man sich einfach
jetzt nicht großartig Gedanken machen, weil man eh als Trainer und als Verantwortlicher da einfach viele andere Themen hat, die wichtiger sind. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen was lernen. Wir schauen, also da schauen sicherlich ein paar Trainerneulinge zu, auch Nachwuchstrainer und so weiter. Ich möchte mal das Thema Druck aufgreifen. Und zwar, es gibt ja eine gewisse Erwartungshaltung in einem Verein, in einem Trainer, in einer Mannschaft. Es gibt einen gewissen Erfolgsdruck oder ja, die Tabelle ist ja da, die viele Vereine sagen, absteigen ist eine Riesenkatastrophe und so weiter. Es gibt auch die persönliche Erwartungshaltung, die man hat, und man setzt sich ja persönlich auch unter Druck, und das machen ja die Spieler genauso. Wie geht es ihr als Trainer mit diesen ja, mehreren Arten von Druck, die auf euch einwirken, um, Michael? Ich glaube, wenn man doch jetzt schon lang dabei ist, da muss man das gut einordnen, von wo kommt das. Wenn man irgendwo merkt, da ist in die eigenen Reihen ein bisschen was unterwegs, dann muss man das einfach in einem Vier-Augen-Gespräch klären. Ich glaube, ich bin da sehr direkt, suche auch sofort immer irgendwo den Weg, das beansprucht dementsprechend da, oder weil ich sehr oft draufgekommen bin, der Großteil ist irgendwelche Kommunikationsfehler, ja, wo einfach dann was in die Welt gesetzt wird, was gar nicht so erwähnt worden ist, nicht gesagt worden ist und so weiter. Und dadurch entsteht eigentlich oft eine Stimmung, die was nicht nötig ist oder was nicht an den Tag gelegt werden muss. Das beeinflusst ja im Amateurfußball, im Gehobenen, wo wir sie bewegen, die Stimmung dann. Und ich glaube, ich bin da immer der was das Gespräch sofort sucht. Und ich glaube, damit kann man sehr viel Druck oder sehr viel Negatives schon im Vorhinein wegräumen. Und wir haben wirklich Zeit, dass man sich auf das konzentriert, quasi, was wichtig ist. Und unter der Woche gut vorbereiten und am Wochenende einfach abliefern. Ja. Wie kommuniziert ihr das mit der Mannschaft, Michi? Das Saisonziel zum Beispiel. Ihr werdet euch natürlich vor der Saison zusammensetzen und werdet sagen, okay, das ist unser Anspruch für diese Saison. Wie kommuniziert sich das mit der Mannschaft? Wir haben letztes Jahr zum Beispiel im Herbst 22 Punkte gehabt, noch im Herbst, haben leider da die letzte Runde in Zwettl ausgelassen und dann am Trainingslager in Linderbrunn zum Beispiel mal über so eine Plattform quasi anonyme Abstimmung gemacht, was gibt es Verbesserungsvorschläge, was kann man noch erreichen, Ziele und so weiter, Individualziele und so weiter formuliert auch. Und dadurch, dass das eine anonyme Geschichte ist, hat man dann schon gemerkt, die ziehen alle eigentlich mit, wollen eigentlich alle. Und da hat man gemerkt, ja, Ziel irgendwo Top 3, Top 4 war da letztes Jahr. Wenn man nach dem Herbst 22 Punkte hat, ist das ja nicht aus der Welt gegriffen. Momentan ist es so, wir sind wieder in die Saison hineingegangen. Man hat nicht gewusst mit Corona, wo steht man ungefähr. Ausgeben worden, gesicherter, guter Mittelfeldplatz, so im Bereich zwischen 4 und 6, sind wir momentan gut dabei und wir wollen auch so lange wie möglich wirklich da vorne drinnen bleiben. Ja. Mette, wie ist das bei euch? Wie kommuniziert ihr eure Ziele? Wie legt ihr die fest? Und gibt es vielleicht bei euch Spieler, die sich zu viel unter Druck setzen, die du dann, wo du dann den Druck ausnehmen musst? Und wenn ja, wie nimmst du den Druck aus? Ja, also ich würde auch sagen, dass nur über die Kommunikation einfach möglich ist. Es gibt sicher Spieler, die einfach extrem viel von sich selber verlangen und extrem viel von sich selber einfordern. Also ich glaube jetzt gar nicht so mannschaftsbezogen, dass sie jedes Mal sagen, so viel Druck, die Mannschaft muss gewinnen, sondern natürlich, sollte jetzt nicht egoistisch sein, aber es heißt einfach, sie selber wollen einfach bestmöglich performen und die Bestmöglichen an den Tag bringen. Und vielleicht auch gerade, wenn es junge Spieler sind, die nicht immer von Anfang an spielen und dann reinkommen, wollen sie natürlich alles dafür tun. Da heißt es dann einfach wieder mit dem Spieler einfach in den Austausch gehen und da vielleicht den Druck ein bisschen rauszunehmen, was sie wir als Trainerteam von ihm erhoffen, was wir sie wünschen für ihn, wie wir mit der Situation dann wieder mal umgehen, wenn dann vielleicht das Spiel nicht so abgelaufen ist, wie er sich vorgestellt hat. Also das ist sicher diese individuelle Herangehensweise, was den Druck betrifft. Was Ziele betrifft, ist, sage ich mal, für diese Saison eher, sage ich mal, von Vereinsseite vorgegeben worden, weil wir halt erst
und dann Anführungszeichen erst die dritte Saison, wenn wir die Vorsaison sogar wegrechnen, die zweite Saison in die Liga gingen. Und es war einfach das Ziel, eine Rangverbesserung und sie zu etablieren in der ersten Landesliga. Wir wollen einen längeren Weg gehen in der Liga und da einfach einen guten und erheblichen Teil dazu beitragen, dass wir da als Mannschaft wertgeschätzt werden. Und das war unser vorrangiges Ziel und bleibt es auch, auch wenn wir in den ersten Runden nicht diese Punkte erreichen haben können, was wir uns vorgestellt haben. Also da würde jetzt die Zielvorgabe für die Saison eher, sage ich mal, von Vereinsseite, wo ich mich und die sportliche Seite, wo ich mich mit einbeziehe, darlegen und ist vielleicht weniger von den Spielern kommuniziert worden. Der Wolfgang Riesenhuber schreibt im Chat, dass Michi und sein Ausspruch immer ist, die Wahrheit liegt am Trainingsplatz, schreibt er. Das stimmt, also die Wahrheit liegt meistens am Platz, aber es sind natürlich immer die Vorzeichen immer anders. Und der Hans de Witt schreibt, ob ihr euch vorstellen könnt, diese Frage an euch beide, im Frühjahr auch ohne Zuschauer wieder zu spielen. Fangen wir mit Michael an. Ja, natürlich, wenn man die Wahl hat, dann natürlich mit, das ist klar. Ich glaube, die Frage ist, gibt es dann irgendwelche Entschädigungen vom Verband? Wird wieder irgendwas subventioniert oder wie kann man den Spielbetrieb aufrecht erhalten, weil der Verein keine Einnahmen hat? Ich glaube, das geht eh fast jedem Verein so, dann ist es ganz, ganz schwierig, das ganze Konstrukt aufrecht zu erhalten. So ehrlich muss man sein. Muss man auch im Verein verstehen, muss man das Ganze hinterfragen, natürlich dann auch, wie kommt man zusammen, weil es hat keinen Sinn, wenn man Spiele auf Murs spielt, keine Zuschauer, keine Einnahmen und ja, wir spielen alle gern, wir sind alle gern, aber der Verein muss übrig bleiben, unterm Strich. Mette, wie schaut das bei dir aus? Ja, da erinnere ich vielleicht kurz zurück auf die Einstiegsworte, wo ich jetzt durch die Entscheidung so ein bisschen das Gefühl habe, dass ein gewisser Druck oder ein gewisser Stress einfach erzeugt wird. Diesen Bereich nehme ich da mit rein. Also ich will einfach lieber wieder vor Fans spielen. Jeder Spieler will das. Ja, hat da keine Fernsehgelder im Hintergrund, warum man dann aufrennen sollen. Darum ist die Situation einfach ein bisschen verfahren und idealerweise geht es los, wenn auch wieder Zuschauer teilnehmen können bei dem Ganzen. Habt ihr schon Geisterspiele gehabt? Wir noch nicht, nein, noch nicht. Also ihr es wäre sicherlich eine ganz spezielle Situation, auch da, glaube ich, die Mannschaft dementsprechend zu erreichen. Und das wird eine ganz spezielle Situation, würde das sein, Michael, oder? Absolut, ja. Ich glaube, das wird ein bisschen was an Flair verlieren. Ich glaube, für das, was wir auch stehen, dass das ein wenig emotional zugeht, dementsprechend auch das Spiel lebt von dem Ganzen. Drumherum natürlich auch ein bisschen, man freut sich auf den Spieltag. Das mit der Entschädigung ist auch eine schwierige Situation, weil der eine hat 30 Zuschauer zahlende und der andere 400. Es kriegt aber jeder das Gleiche. Es ist eine ganz schwierige Situation und man muss irgendwo hoffen, dass sie das im Frühjahr, dass sowas nicht eintritt einfach. Weil die Geisterspiele wäre schon was Spezielles, ne? Ja, was Spezielles, weil ich halt glaube, dass im Amateurbereich dann wirklich nur die hauptsächlich die 22, 26, 30 Spieler, die was halt da sind, sehen plus die Trainer. Was für mich das Ganze nicht so spannend macht, wenn ich hergehe und nur mal erzählen muss, wie Spiele am Wochenende verlaufen sind. Ob da jetzt dann die großen Fernsehteams kommen und alle Spiele aufnehmen, die Möglichkeit hat auch nicht jeder und somit macht es für mich Sinn, dass die Leute am Platz sind, die gern zuschauen und darum sollten wir auf diese Phase meines Erachtens einfach warten. Ich habe in meiner Tätigkeit als Amateur-Scout schon das eine oder andere Geisterspiel jetzt miterleben dürfen. Also ich kann nur von der Erfahrung berichten, dass man beim Spiel her von den beiden Mannschaften her nicht viel gemerkt hat, dass jetzt keine Zuschauer am Platz sind. Natürlich die Emotion von außen fehlt, aber im Spiel, glaube ich, sind die Spieler so fokussiert, dass sie das gar nicht so beeinflusst, ob jetzt Zuschauer draußen sitzen oder nicht. Das war mein Eindruck.
Der Tagwerker Lilly hat noch eine Frage gestellt, die stelle ich aber dann zum Schluss. Ja, habe ich sowieso in meinem Repertoire. Meine Frage auch noch, wie kommuniziert ihr mit den Spielern? Also haben Spieler bei euch Mitspracherecht, was Aufstellung, Taktik, Trainingssteuerung, wie auch immer in eurer Trainerarbeit, was eure Trainerarbeit anbelangt, haben der Spieler Mitspracherecht, Michael? Ich glaube, wir sind in Oracle da gut aufgestellt, auch mit meinem Co-Trainer quasi. Wir sind da ein sehr gutes Team mit Müllner Dominik. Mit dem bin ich immer im Austausch. Der schaut ja immer auch bei dem Training einmal um und merkt es auch, genauso wie ich auch zu ihm umschaue, die Spiele beobachte. Dementsprechend, wir sind da immer im regen Austausch. Der Spieler selber kann, man muss ja Feedback holen, man muss einmal fragen, sind wir körperlich, physisch unterwegs, wie geht es uns von dem her, wie ist das Befinden? Wir sind eben im Amateurbereich und man muss dementsprechend auch oft Abstriche machen. Ja. Das ist kein Profi, keine Profiliga, weil der eine kommt halt nach 20 Stunden von der Uni und der andere kommt nach 40 Stunden von einer Baustelle. Und dass der eine vielleicht oder andere einmal eine andere Behandlung braucht, plus auch positionsspezifisch das Ganze sich ein bisschen unterscheiden wird auch. Auf das muss man schon eingehen. Aber ich glaube, wenn man die Mannschaft lang betreut, kennt man es oft schon an der Körpersprache oder sobald das den Platz betreten, spätestens nach der Hüschi weiß man oft schon, wer ist ein bisschen müde und wer nicht, wenn es wieder einmal klingelt in der Kasse. Und Mitspracherecht, absolut, ja. Ich habe immer offenes Ohr. Man muss immer alles irgendwo ausdiskutieren und sich ausreden. Aber die letzte Entscheidung liegt einfach im Trainerteam oder dann schlussendlich auch bei mir dann, ja, und beim Dominik. Also in die Mannschaft reinhorchen und die Mannschaft gut kennenlernen, dann ist da können die Spieler schon Vertrauen haben ins Trainerteam. Mette, wie ist das bei euch in Kiel? Ja, kommt ein bisschen auf die Themen drauf an. Also, wenn ich jetzt vielleicht das kurz erwähnen darf, es war jetzt so, dass wir haben natürlich schon seit längerem einen Mannschaftsrat. Dann ist es einfach wieder darum gegangen, wie wir die nächsten Wochen und Monate gestalten. Dann haben sie die halt gemeinsam zu einem Zoom-Meeting getroffen, wo ich nicht dabei war, haben andere Überlegungen da mit reingenommen, haben ein bisschen bei den Spielern gefragt, was nehmen wir mit vom ersten Lockdown, was nehmen wir mit von den Wochen, wo wir daheim waren, was hat uns extrem taugt, was hat uns weniger taugt, wo kann es Veränderungen geben. Ja, und das lässt man sich dann entweder zuschicken oder es telefoniert mit an und man kriegt dann einfach mit, in welche Richtung das gehen soll. Von anderen Seiten aus, dann hat man wieder seine eigenen Ideen dazu und so ist das, sage ich mal, eine runde Sache. Mit dem Trainerteam ist man sowieso ständig im Austausch und dann entscheidet man einmal in so einer Situation gemeinsam. Und dann gibt es auch wieder Situationen, wo nur das Trainerteam entscheidet. Dann gibt es wieder Situationen, wo man einfach vielleicht den Kapitän mit reinnimmt, sofern er das möchte. Also das ist immer so ein bisschen auch abhängig, um was es da geht, in welcher Situation man einfach auch gerade ist. Aber ich habe das Gefühl, dass da die Mannschaft, den Trainerteam einfach sehr vertraut und da dementsprechend das akzeptiert, wie wir unsere Entscheidungen zu Aufstellungen oder anderen Dingen treffen. Und wie immer, jeder ist aber auch nicht immer glücklich bei gewissen Entscheidungen. Und wenn er das nicht ist, dann kann er gerne zu uns kommen und wir werden das auch wieder besprechen. In den Pausen dazwischen gibt es immer wieder Neuzugänge, Abgänge und so weiter in den Mannschaften und ich möchte kurz auf das Thema Integration von neuen Spielern eingehen. Jetzt redet man nicht jetzt unbedingt von Legionären, sondern generell, wenn man Neuzugänge bekommt als Trainer, wie integriert man die am besten, dass sie so schnell wie möglich die Leistung, die man sich von ihnen erwartet, abrufen können. Michael. Wir haben zum Glück die letzten Jahre nie den großen Wechsel gehabt. Ja, natürlich auch mit viel Einzelgespräch. Man muss dem Spieler, glaube ich, vor dem ersten Training auch schon erklären, was wir dem jetzt erwarten, wie wird das Ganze jetzt ablaufen, was für ein Bereich tritt, Vorbereitungsphase zum Beispiel, in was für ein Bereich befindet man sich gerade, was wird die nächsten Wochen ungefähr daherkommen, dass er ein bisschen ein Bild hat von dem Ganzen. Das weiß ja die Spieler, die schon länger beim Verein sind, die wissen ja über Wochen sehen, was sie erwarten wird. Dass man ihm einfach ein gewisses Bild zeichnet, dass er weiß, okay, auf was muss er sich einstellen
haben dann dementsprechend auch die Rolle oder dementsprechend zu der da. Man merkt es dann eh oft auch, man schaut sich Spieler an, dann nur mal irgendwo positionsspezifisch, traut es einmal nach im Training auch, dementsprechend macht sie ein Bild für den Neuzugang und ja, so integrieren wir es einfach, glaube ich. Und wir haben da in Ordaka, wie ich es vorher schon gesagt habe, da momentan eine sehr, sehr homogene Mannschaft, die was sehr viel lacht miteinander und nach dem Training auch das eine oder andere noch nachbespricht. Und da, glaube ich, ist das Integrieren sehr, sehr funktioniert bei uns, glaube ich, sehr gut. Mette, bei euch natürlich auch die Frage, ihr habt zum Beispiel in Flo Ulig erst kurz vor Meisterschaft dazugekriegt. Der kommt von einem höherklassigen Verein. Die Erwartungshaltung der Zuschauer des Vereins ist natürlich an diesem Spieler riesengroß. Wie integrierst du so einen Spieler, der aus ja, zweiten Liga gekommen ist, ja, in eurer Mannschaft? Ja, grundsätzlich ist es nicht unser Idealzustand, wenn einer eine Woche vor Meisterschaftsbeginn kommt. Also das ist nicht was, was wir uns wünschen vorab. Ich glaube, da ist das, was der Michael vorher gesagt hat, eben das Puzzle muss sich vorher schon zusammenstellen, indem dass man den Spieler beobachtet, man weiß, warum will man diesen Spieler, was kann der einfach, auf welcher Position zu dem Ganzen beitragen. Er hat das natürlich auch vermittelt in Erstgesprächen, in Verhandlungen, ein ganz klares Bild zeichnet vom Verein, dass er weiß, was auf ihm zukommt etc. Das war halt in diesem einen Fall ein bisschen anders, weil halt einfach alles sehr schnell gegangen ist und sehr kurze Wege passieren haben müssen, damit diese Verpflichtung überhaupt möglich war. Und wir haben dann einfach sehr schnell das versucht, übers Training zu steuern, sehr schnell versucht, unsere Herangehensweise ihm sprachlich mitzugeben. Wir haben auch versucht, ihm ein paar Bilder mitzugeben, was unsere letzten Spiele einfach, also sind eh Bilder von dir, klarerweise, was du uns aufgenommen hast, sei es das Juniors-Spiel oder Spiele davor, dass er einfach die Herangehensweise der Mannschaft, die sich in der Phase nicht drastisch verändert hat, einfach relativ schnell verinnerlicht. Und somit ja, schafft man es dann zum Teil, Dinge, wo vielleicht andere Spieler, die was von weiter unten kommen, länger brauchen, ein Spieler, der mehr Qualität hat, im Idealfall das einfach die Phase verkürzen kann, weil er einfach individuell so drüber steht und uns durch diese Sachen einfach helfen kann. Und ja, da sind wir einfach dran, dass das gelingt. Das heißt, der hat vielleicht eine schnellere Akzeptanz auch in der Mannschaft, weil die Qualität des Spielers so ist, wobei sich ein Junger vielleicht erst richtig einarbeiten muss und dass sich die Mannschaft sozusagen diesen Spieler dann akzeptiert. Kommt auch wieder auf den Charakter des Spielers an, aber in Flo natürlich eine unglaubliche Akzeptanz, weil der auf dem ersten Tag, wo der am Trainingsfeld gestanden ist, einfach seinen Mund aufgemacht hat, Spieler ihm zugehört haben, gemerkt haben, da kommt wer, der was sein Teil zu dem Ganzen beitragen möchte, in der Kabine wichtige inhaltliche Sachen auch gesagt hat, wann ihm das wichtig war. Und somit ist das wieder ein Gesamtbild, was die Akzeptanz viel schneller natürlich vonstatten gehen lässt, als wie wenn man vielleicht 17 ist und man extrem zurückhaltend ist und vielleicht einfach nur seine Zeit einfach braucht. Oder ja, da gibt es einfach Unterschiede, aber die Individualqualität hilft sicher, dass man da schneller ankommt. Ich glaube, das sieht man super im internationalen Fußball, die nur viel mehr Trainingseinheiten haben und trotzdem, wenn die dann oft einen Spieler verpflichten, der überragende Qualität hat, spielt er oft nach ein, zwei Wochen. Und das zeigt einfach, dass Individualqualität oft vielleicht dieses mannschaftliche auch auffangen kann. Oder der Nutzen mehr ist durch das dann. Ja, Integration in ADAC hat ja, da gibt es ja einen eigenen Begriff dafür in ADAC. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Blue Monday schreibt da gerade wer. Kannst du da ganz kurz einen Einblick geben, was ist der Blue Monday? Ja, es haben sich sehr viele ehemalige Spieler kommen immer wieder retouren nach Ordaka oder die was quasi schon aufgehört haben. Die treffen sich oft am Montag nach dem Training dann. Statt an Seniorentraining treffen sie die dann meistens auf ein Getränk in der Garage oder zwei. Ja. Und man trifft in Ordaka oft Spieler oder ehemalige Spieler an einem Montag, die oft ganz lang weg sind schon und ich habe am Anfang einmal die ersten Wochen, wie ich hinkomme, bin ich auf Ordaka geschaut, wer da alles daherkommt, immer wieder. Und das ist ein bisschen so ein Fußball,
Tag und Anführungszeichen unter der Woche. Ja. Und warum das Blue Monday heißt, werden wir jetzt dann nicht kommentieren. Ja, es muss nicht sein. Meine Frage an euch beide, kennt ihr euch privat oder so auch oder nur von der Trainerbank her? Mette. Über die Trainerbank kennengelernt. Es ist so, dass ich Michael, sein Bruder, dann auch mal kennengelernt habe. Und auch da haben wir sich dann ein bisschen über Michael austauscht. Wir haben jetzt ein paar Mal telefoniert miteinander, was mir extrem wichtig ist, weil er einfach sehr große Expertise einfach mitbringt für diese Liga und er da einfach weiterhelfen kann. Und somit ist das ein sehr guter Austausch. Ich würde ihn jetzt nicht freundschaftlich nennen, weil wir uns einfach nicht näher kennen, aber einfach ein Austausch, der sehr gewinnbringend für mich ist und wo ich sehr genau auch wieder hinhöre, weil er für mich eine sehr gute Arbeit leistet in Attacke. Ja, wollte ich gerade fragen, was du von seiner Arbeit hältst, der jetzt der schon fünfte Jahr da in Attacke vollbringt? Genau, sehr viel, weil ich einfach immer wieder verfolgt, dass Attacke sehr gut gelingt, in die Saison zu starten, was uns in der Form seit ich Trainer bin und auch davor manchmal nicht immer ideal gelungen ist. Und das zeigt schon von einer Qualität, wie man halt dann einfach ob Tag X es schafft, alles auf den Punkt zu bringen. Michael hat gesagt, heuer sind es auch nicht ideal eingestartet, trotzdem dann einen guten Turnaround geschafft. Also es ist einfach auch diese Ruhe und diese Kontinuität, die auch an einem Tag liegt, das einfach meines Erachtens Kompetenzen sind, die sehr wichtig ist, dass ein Verein kontinuierlich geführt werden kann. Und da kann sich natürlich KÜB als Ganze eine Scheibe losschneiden, was da Attacke leistet, aber da sind wir auf einem richtig guten Weg. Also Respekt von KÜB an Attacke. Michael, schaut ja auch auf die Arbeit, die das Trainerteam in KÜB leistet. Ist euch da auch was Spezielles aufgefallen? Ja, natürlich, das verfolgt man, wie wir vorher schon gesagt haben, wir haben ja auch die Parallelen mit Michael, mit Smetana Michael, als Stürmertrainer. Und ich selber persönlich in Metti kenne ich auch eher über seinen Bruder, über Markus. Wir haben auch immer wieder gegeneinander gespielt gehabt und natürlich über den Wieser Dietmar, mit dem ich sehr viel Kontakt gehabt habe früher und Trainerausbildungen und so weiter. Ja, und dadurch holt man sich auch, macht man sich ein Bild und die Telefonate waren immer sehr, sehr fachlich und man schaut natürlich auf KÜB, ich persönlich. Durch den Wiesertippen verfolgt KÜB schon, glaube ich, 15 Jahre fast. Ja. Und ich glaube, was da drumherum auch entsteht in KÜB und wie das ganze Leben auch, da kann man wirklich sagen, die investieren sehr viel und ist ein absolut top geführter Verein. Ja. Der Andreas Mistelbauer fragt die Michi, ob du dir einmal vorstellen könntest, noch in höheren Ligen als Trainer, wenn da ein Angebot kommen würde, ob das reizvoll wäre für dich? Ja, man muss natürlich dann auch schauen, lässt sich das mit dem Beruf vereinbaren und so weiter. Man muss das natürlich abwägen, zeitlich und so weiter. Und abgeneigt bin ich nicht, das ist klar. Aber man muss natürlich das Ganze sachlich und genau betrachten. Ja. Würde es da den Schritt in den Profifußball gehen, wenn es die Möglichkeit geben würde? Ja, kann man vorstellen, wie ich glaube, das deckt sich eh wieder mit der Antwort. Ich glaube, man muss einfach das genau betrachten, man muss sich das wirklich durch den Kopf gelassen auch und so weiter. Und ich glaube, ich bin keiner, der was irgendwo in das kalte Wasser springt. Ich bin irrsinnig gerne in meinem Job unterwegs, bin irrsinnig gern in Ordacker. Aber natürlich, wenn so eine Möglichkeit einmal kommt, muss man einfach sich das durch den Kopf gelassen haben. Mette, du bist ja als junger Trainer gestartet. Das heißt, du hast du alle Voraussetzungen dafür, dass du irgendwann einmal vielleicht sogar im Profibereich arbeitest? Könnte das reizvoll sein für dich? Ich sage dir überhaupt kein Thema, weil es einfach das Ganze nur so frisch ist mit KÜB und ich bin gut im Essen daran, dass ich einfach hergehe und sage, ich habe noch viel zu lernen in dem Bereich, das ist mir einfach bewusst. Und alles Weitere ist dann einfach Schritt für Schritt. Und das ist aber nicht immer ligaabhängig. Also
einfach, wenn man wo gern arbeitet, dann wird das nicht mit höher oder niedriger zu tun. Wenn jetzt Küpp gerade in der Gebietsliga war, dann würde ich mit dem gleichen Engagement, mit der gleichen Energie da reingehen. Also möchte es überhaupt nicht von einer Liga abhängig machen und somit konzentrieren wir zurzeit ausschließlich auf Küpp. Ja, sind ja schon über der Zeit, also wir haben 1:15, darum komme ich auch jetzt da zur letzten Frage, die im Chat gestellt worden ist, weil wir müssen dann auch schauen, dass wir, sonst wird das wieder überlange Sehtag und alle schlafen einer haben. Das wollen wir natürlich nicht. Der Dagwerker Lilly fragt doch zum Beispiel, wie könnt ihr Trainer euch Spiele erklären, wo man sich viel vornimmt und dann überhaupt nichts klappt? Zum Beispiel für das an Adaka gegen Spazern. Da kannst du uns so sicher näher was erzählen, Michael. Aber meine Frage dann auch zusätzlich an euch beide. Inwieweit kann man da als Trainer dann in so ein Spiel dann noch eingreifen von außen? Außer, dass man in der Pause nochmal das eine oder andere umstellt, aber während dem Spiel vom Coaching draußen, wie sehr kann man dann da noch einwirken? Michael, schauen wir gleich mal auf das Spiel Adaka gegen Spratzen. Was war da los? Ja, es war ein Tag, den haben wir selten gehabt in Adaka, solche Tage, wo einfach überhaupt nichts gegriffen hat. Spratzen vielleicht uns auch überrascht hat. Wir haben dann eigentlich nach wenigen Minuten schon probiert, ein bisschen was zum Umschirmen. Ich habe dann auch eine Wechselvorgenummer vielleicht, die was irgendwo das Wachrütteln symbolisieren soll. Es war ein Tag, wo man einfach sagt, man kommt nicht in die Gänge. Man probiert dann von außen einzuwirken. Ich sage jetzt einmal à la Gunnar Brockhoff, ja, mit irgendwo den Spielfluss zu nehmen. Sucht einmal ein nettes Gespräch mit dem Schiedsrichter vielleicht, ja, und irgendwo das Ganze zu unterbrechen, was gerade läuft, ja. Ich schreibe das immer der Sportpsychologie zu, solche Momente. Und ja, aber wir sind trotz dem Ganzen, dass wir da keinen Tag gehabt haben, haben wir dann zweite Halbzeit noch Moral gesagt, haben eigentlich gleich den Anschlusstreffer nach der Halbzeit gemacht gehabt, aber halt dann wieder irgendwann das 3-1 gekriegt und sind dann irgendwo nicht mehr zugekommen. Einfluss kann man nehmen, glaube ich, auf alle Fälle. Ja. Entweder durch Wechseln, durch Umstellungen dementsprechend. Ich glaube, es gibt da so gewisse Signalszenen bei einem Spiel. Das weiß man ja, wenn man einen Anschlusstreffer macht, auf einmal kriegt man nochmal eine breite Brust. Und ich glaube, man kann von draußen sehr wohl mit ordentlichem Dampf da nochmal eine Feier in die Spiel bringen. Ja. Oder man kann nochmal die Emotionen heben im Spielfeld. Ja. Mette, ich werde sicher als Trainer-Team auch schon das eine oder andere Mal vor der Situation gestanden sein, heute geht absolut nichts, was wir sich vorgenommen haben. Wie reagiert man dann während dem Spiel, wenn man das merkt? Es gibt sicher Situationen, gerade wenn das Spiel losgelaufen ist, dass man auch begrenzt da eingreifen kann. Man hat ja auch oft so das Gefühl, okay, man hat sich vorher was gemeinsam ausgemacht, man will auch nicht immer alles dann sofort über den Haufen werfen. Also vielleicht erinnern Sie sich auch wieder zurück an die Situationen, die man gemeinsam durchgegangen ist vor dem Spiel und was wir uns erwarten. Für mich ist schon so eine Pause schon ein entscheidender Moment. Dann. Du hast zwar gesagt, ja, Pause, ein bisschen Umstellungen, aber ich würde dieser Pause schon mehr Faktor einfach zuführen. Also da wirklich zu sagen, da wirklich wichtige und gute Inputs zu geben, vielleicht wirklich Umstellungen zu treffen, Dinge aufweisen, was einfach nicht funktioniert haben und dann einfach wirklich den Blick in, ja, einfach die Energie der Mannschaft einfach wieder zu heben, damit sie einfach mit einem anderen Gefühl rausgingen. Also das ist so das, wo ich mehr das Gefühl habe, dass man einwirken kann, als wie vielleicht waren die ersten 10, 15 Minuten nicht ideal laufen. Und man sieht das immer wieder, wie es einfach gelingt, dass Mannschaften nach einer Pause mit einem anderen Selbstbewusstsein dann auch wieder auftreten. Das kommt nicht von irgendwo, sondern das kommt davon, weil da wahrscheinlich wer in die Minuten gute Arbeit geleistet hat. Und das ist nicht immer nur auf Zufall aufgebaut. Ja, kann man auch in den Lehrbüchern nachschauen. Pausengestaltung im Fußball ist auch nicht unwichtig. Ich habe trotzdem eine Frage, würde ich aus dem Chat jetzt trotzdem noch nehmen, weil es wirklich eine sehr, sehr interessante Frage ist. Der Alex Heindl schreibt, würdet ihr euch als Trainer Timeouts wünschen, wie im Eishockey oder im American Football? Und
Glaubt ihr, wird sich der Amateurfußball auch in die Richtung entwickeln, vielleicht irgendwann einmal mit Videoschiedsrichter oder gestern hat es irgendwer angesprochen oder vorgestern hat es irgendwer angesprochen gehabt, dass vielleicht durch Regeländerungen sich der Fußball verändern wird? Michael? Timeouts ist ganz schwierig, glaube ich, im Fußball zu integrieren oder zumindest. Es kam natürlich, wie ich vorher gesagt habe, das wird, glaube ich, dann die Sport, mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Ja. Das, die Sportpsychologie in dem Fall, wenn man weiß, okay, der Gegner kriegt jetzt da Überwasser oder es geht irgendwo, dann ja, das Timeout weh natürlich, man nimmt ein bisschen den Spielfluss, man nimmt die Emotionen heraus. Ich glaube, der Fußball lebt von dem Ganzen auch. Ich würde es nicht einführen, ich glaube, dass man das im Fußballsport belassen könnte, so wie es ist. Ja. Aber natürlich Regeländerung. Ich glaube, interessant wäre, ich sage schon lange, wenn man zum Beispiel einen Punkt mehr kriegt, wenn man mit 3 Tore Unterschied gewinnt. Ich glaube, dann wird es auf jedem Fußballplatz ziemlich zur Sache gehen, wenn es 2-0 steht, in die und die Richtung, am Anschlusstreffer oder eben auf das 3-0. Sicher, es hat einmal die Diskussion gegeben, von Jahren schon die Tore zu verbreitern und so weiter, von denen halte ich eher wenig. Ich glaube, das war immer schon so und das sollte man so belassen. Aber rein Überlegung her, 3 Tore Unterschied, ein Punkt mehr, ich glaube, dann würde man mehr Offensivfußball sehen. Mette, Timeout, wie stehst du zu dem und glaubst du, dass in den nächsten Jahren, dass es Regeländerungen geben wird da im Fußball und speziell im Amateurfußball, ob sich da noch was weiter verändern wird? Timeouts finde ich grundsätzlich spannend, weil sie einfach die Situation ähnelt zu einer Halbzeitansprache. Und wenn man der Meinung ist, dass man in einer Halbzeitansprache was verändern kann in der Mannschaft, der Unterstützung geben kann, begleiten kann in der Phase, Gott, dann kann man es, sofern jetzt der Timeout 2-3 Minuten dort wahrscheinlich auch in der Phase zusammenbringen. Aber es zeigen ja ganz viele Sportarten auf der anderen Seite auch, dass nur weil ich jetzt der Timeout hat, nicht aktuell automatisch heißt, dass das noch in die andere Richtung geht. Also, wie gesagt, spannend, ja. Veränderungen wird es grundsätzlich, glaube ich, im Fußball weniger geben. Videoschiedsrichter kann ich mir aktuell aus Kostengründen nicht vorstellen. Somit werden wir davon ausgehen müssen, und das finde ich auch okay, dass es so bleibt, wie es aktuell ist, idealerweise vorzusehen. Glaubt ihr, könnte es einmal am Fußball geben ohne Abseits? Mette? Glaube ich nicht, nein. Michael? Kann ich mir auch nicht vorstellen, nein. Okay. Diese Versuche gibt es ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder Spiele, die werden auch, ist ja, glaube ich, letztes Mal erst live übertragen worden. Es waren zwei zweite Klasse Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben, ohne Offside. Sehr spannendes Experiment auf alle Fälle. Wir kommen zum Ende des heutigen Talks mit dem Michael Unterberger und mit Mette Tratner, SCU ADAC und SCU GLD Kilp. Herzlichen Dank an euch beide. Nur mal, dass ich unter der Woche Zeit genommen habe für uns, dass wir den Leuten zu Hause ein bisschen den Fußball in dieser Zeit nach Hause bringen können. Es hat wieder irrsinnigen Spaß gemacht, es war spannend, es war lehrreich. Wir haben euch beide ein bisschen näher kennengelernt, wer sind die Personen, die da die sportliche Verantwortung hat. Ihr habt dann die Schlussworte, meine Gäste haben immer die Schlussworte. Ich möchte mich nur kurz bedanken bei den Leuten, die im Chat dabei waren. Wir haben heute immer so um die 40 Live-Gäste gehabt. Das ist wirklich ein sehr guter Schnitt. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es im Facebook. Wenn es euch nicht gefallen hat, teilt es trotzdem. Und wünsche euch nur einen schönen Abend und jetzt gibt es die Abschlussworte von unseren beiden Trainern. Wir geben den Vorrang den Tabellenvierten SCU ADACA. Ja, danke für den netten Abend da. Mette, Christian, danke für den wirklich tollen Austausch. Abschließend kann man wirklich nur sagen, mir auch immer ein Anliegen, der Jugendfußball. Schauen wir wirklich, dass wir so viele Kinder wie möglich zum Fußball bringen. Das bringt uns dann das, dass man sich den Stand halten auch, dass der Fußball den Stellenwert auch weitererhält, dass wir auch dann in 15, 20 Jahren vielleicht die Kinder auch noch weiter genau das genießen können, so wie wir es kennengelernt haben. Ich glaube, das darf man nie vergessen als Verein auch, glaube ich, und vom Schulfußball her und so weiter, dass man da immer ständig dranbleibt. Auch, ja. Uns allen hoffentlich ein verletzungsfreies Frühjahr und hoffentlich, dass wir spielen dürfen, das wünsche ich uns.
und an alle eine schöne Weihnachtszeit, genießt es und alles Gute für 2021. Mette, deine Abschlussworte. Ja, es ist natürlich witzig, dass der Michael das oft aufgreift. Also ich bin ja auch Jugendleiter in KÜB, dementsprechend hätte ich auch sehr gern ein paar Worte Richtung Jugend gerichtet und somit sind diese Worte auf jeden Fall schon vorweggenommen. Das unterstütze ich so zu 100%. Ich habe auch damals, wie du mich gefragt hast, ob ich mir vorstellen kann, da mitzumachen, habe ich gesagt, es wäre cool, wenn wir das gemeinsam mit Michael Unterberger machen. Auch das ist gelungen. Somit freut es mich, dass das in dieser Art und Weise einfach stattgefunden hat. Ich habe den Abend sehr, sehr informativ gefunden und auch sehr cool, dass ich von Michael da einfach wieder neue Inputs gekriegt habe. Und danke für die Möglichkeit und wünsche auch allen Zusehern natürlich alles Gute. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schönen Abend. Tschüss. Bitte.